Immer wieder Drohgebärden, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hier bei einem Firmenbesuch Mitte November. Foto, Imago, UPI Foto. Mit einem neuen Raketentest fordert Nordkorea die Staatengemeinschaft heraus. Angela Merkel spricht von einer Provokation. Donald Trump reagiert verhalten. Nordkorea hat seine bisher weitreichendste Interkontinentalrakete getestet, die möglicherweise bis in die USA fliegen könnte. Nach einer Pause von 2,5 Monaten startete Machthaber Kim Jong-un erstmals wieder eine ballistische Rakete von Pyongsong nahe der Hauptstadt Pyongyang in Richtung Osten, wie die Führung der südkoreanischen Streitkräfte in Seoul mitteilte. Im Ausland löste der Raketentest scharfe Kritik und die Sorge vor einer weiteren Eskalation aus. Das kommunistische Regime sieht sich damit zu Angriffen auf sämtliche Ziele in den USA in der Lage. Die gesamten Kontinental-USA lägen nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen, hieß es in einer am Mittwoch im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung. Nordkorea habe damit sein historisches Ziel erreicht, eine Atommacht zu werden. Die USA und Japan widersprachen zwar der Darstellung Nordkoreas, dass der Raketentest erfolgreich verlaufen sei, nach US-Erkenntnissen stürzte die Rakete etwa 1000 Kilometer vom Startort entfernt ins Meer, sie habe keine Gefahr für Nordamerika dargestellt. Experten zufolge handelte es sich aber um eine besonders starke Rakete mit großer Reichweite. Mit bisherigen Raketen hatte Nordkorea allenfalls den dünn besiedelten US-Bundesstaat Alaska erreichen können. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un würdigte den Raketentest als historisches Ereignis. Kim habe mit Stolz erklärt, dass wir nun unser großes historisches Ziel erreicht haben, unsere staatliche Atomstreitmacht zu vervollständigen, hieß es in einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Mit der Waffe könne sich Nordkorea gegen die nukleare Erpressungspolitik und die nukleare Bedrohung durch die US-Imperialisten verteidigen. Der neue Test stieß international auf scharfe Kritik. Der UN-Sicherheitsrat will am Mittwoch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte Nordkoreas neueste Provokation scharf. Es ist wichtiger denn je, gegen die Bedrohung der internationalen Sicherheit durch Pyongyang zusammenzustehen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. US-Präsident Donald Trump reagierte verhalten. Das ist eine Situation, mit der wir umgehen werden. Der Raketenstart ändere nichts an der Nordkorea-Politik der USA, sagte Trump. Nach Angaben von US-Verteidigungsminister James Mattis flog die nordkoreanische Rakete so hoch wie keine vor ihr. Wegen der großen Reichweite sei dies grundsätzlich eine Gefahr für jedes Land. Offensichtlich setze Nordkorea seine Bemühungen zum Bau einer Interkontinentalrakete fort, die sowohl die USA wie die Welt bedrohe, sagte Mattis. Südkoreas Militär berichtete, die Rakete sei 4500 Kilometer hoch geflogen, 10-mal höher als die Umlaufbahn der Internationalen Raumstation, ISS. Am Ende sei die Rakete 960 Kilometer weiter vor der Westküste Japans ins Meer gestürzt. Damit könnte sie nach Expertenansicht möglicherweise das US-Kernland erreichen, wenn sie von einem Standardabschusswinkel abgefeuert eine normale Flugbahn erreicht hätte.